Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Replay of the Week. Und ihr seht mich wieder mal im Bilde. Es gab viele, die sich in letzter Zeit das mal wieder gewünscht haben und gesagt haben, ja, mach doch das mal wieder öfters. Und dann dachte ich mir, gut, mache ich es auch mal wieder beim Replay of the Week. Denn heute haben wir einen wunderschönen Panzer, und zwar den Löwen. Und ich habe mir da einen Replay ausgesucht vom Duncan KFW. Er ist ja mit seinem Löwen Mid-Tier, beziehungsweise eigentlich Low-Tier, wenn man es so sieht, 9er, 8er Gefecht. Aber da kann man schon mit dem Löwen gut mit klarkommen. Jetzt schauen wir mal, was er hier für uns zusammenfährt. Erstmal ist es klar, recht simpel. Er fährt hier auf die Heavy-Linie, das ist die 9er-0er-Linie auf der Karte. Und hat auch sein Mate noch dabei. Sein Mate sitzt in der Lorraine. Die beiden unterstützen sich jetzt erstmal nicht, denn die Lorraine fährt hier auf die andere Seite. Und jetzt schauen wir mal, was er hier mit seinem Wotan getauften Löwen denn so reißen kann. Erstmal geht er jetzt auf, muss dann natürlich ein bisschen vorsichtig sein, dass er da nicht sofort einen seitlich reinbekommt. Aber gut ist, keine Arti. Schau mal, was er hier imstande ist zu leisten. Ja, da bekommen schon die ersten Maidstar Hits, der M103 direkt einen. Wahrscheinlich aus der Mitte, da wo die Lorraine in etwa eben steht. Weil da ist man immer jetzt gut beschießbar an der Stelle, wo jetzt er auch gerade durch hochfährt. Er hat aber keinen Hit bekommen, das ist schon mal sehr gut. Man sieht, der Gegner ist hier reichlich am Start. Oh, schieß doch mal den an. Ja, da hat er wahrscheinlich gedacht, was macht denn der da? Der war, ich glaube, er selber im Löwen war so überrascht, dass da auf einmal der Pershing ist. Dass er irgendwie erstmal so gar nicht reagiert hat. Also wäre ich auch erstmal ein bisschen erstaunt, dass auf einmal da der Pershing stand. Also ich war ja. Ich weiß nicht, ob man es im Replay sieht. Aber ich dachte mir auch so, kurzzeitig dachte ich so, was ist jetzt los? Naja, so, jetzt kommt auch noch der nächste von der Seite. Also der Gegner ist hier absolut in der Überzahl, was das Thema Panzer angeht. Jetzt habe ich den M103 noch ein bisschen besser hingeschoben. Hat denn sein Team eine Arti? Das ist ja kurios. Das habe ich ja noch nie gesehen. Gegner-Team hat keine Arti. Naja. E75 schießt da weiter. Also, habt ihr das mal zuletzt gesehen? Dass eine Seite eine Arti hat und die andere Seite nicht? Ich dachte mir schon so, wo kommt jetzt da der Splash plötzlich her? Aber sein Team hat eine Arti, das Gegner-Team keine. Gut, kann man machen. Auf jeden Fall ist er hier fleißig am Damage-Farmen, denn der Gegner hat hier so ein paar Probleme mit dem Frack vom M103 und er macht jetzt hier schöne Hit auf den Emil. Der Emil, der Achter, der hat noch nicht so eine krasse Turmpanzerung. Erst beim Neuner wird die noch so richtig heftig, aber der Einser, der ist noch sehr, sehr gut zu durchschlagen. Und jetzt kommt der T95 vor und denkt sich da ratzfatz, ich mach den jetzt einfach mal weg. Und jetzt hat der Gegner schon Löwen, aber er trifft sensationell gut. Muss man sagen. Wechselt auch immer zwischen AP und Premium hin und her. Sieht man jetzt ganz gut. Jetzt hat er noch Premium vorgelegt, hat aber AP schon vorgewählt gehabt. Dementsprechend jetzt hier natürlich für den T34 und den Löwen da kein Premium mehr nötig. Jetzt da auf die untere Front und da macht er auch den Kill. Hat schon 3400 auf der Uhr und 7:3 steht's. So der T34-3, der will da jetzt abhauen, aber da wollte ihn aufs Laufrad vorne schießen. Hat man gut gesehen, hat er schon ein bisschen hingeaimt, aber da wollte dann der Gegner nicht so richtig mitspielen. So, und jetzt will er nochmal dem eine verpassen, aber nee, das war nichts mehr. So und jetzt hier auf den Super Pershing. Der Durchschlag reicht auch da, um die Unterwanne zu durchschießen. Und er steht nach wie vor sensationell. Muss aufpassen, denn jetzt bekommt er seitlich Hits vom S1. Und S1 ist ein extrem nerviger Gegner. Der kann auch mal die ganze Zeit auf einen ballern, macht dabei ordentlich Schaden, braucht nicht so lang zum Nachladen und geht ewig nicht auf. Also die Schweden in einer guten Position sind furchtbar anstrengend und nervig. Aber er hat schon 4400, hat jetzt mal blind dahin geschossen, wo er den S1 vermutet. Und da geht er jetzt auch. Man sieht, zwar Schaden hat er keinen bekommen, aber die Stelle war schon mal richtig.
Flo. Und jetzt wird er auf den natürlich geschossen. S1 wird er angezündet und der T-34 hat ihn mit seinem Anzünden wohl weggemacht. 10-4 steht's, muss man ganz ehrlich sein. Das Thema ist so gut wie gelaufen für den Gegner. Jetzt heißt es nur noch Damage farmen oder vielleicht auch noch den einen oder anderen Kill mal mitnehmen. Weil bei 4800 Damage erst einen einzigen Kill zu haben, ist nicht so viel. Muss man ganz klar sagen. Da hat er bisher keinen Kill-Luck gehabt und es bleibt weiter so. Er fährt weiterhin den Kills nach. Nicht im Schaden, den hat er schon ordentlich. Auch geblockt mit 3500 ist geil. Und 2200 unterstützt. Also die Werte sind sensationell. Hat es aber auch wirklich clever gemacht. Der hat sich schön den M103 so hingestellt, dass er eben diese weiche Stelle, die der Löwe ja hat, vorne mit seiner Frontwanne, da weiß jeder, da schießt man drauf und das Ding läuft. Aber da hat er sich den M103 perfekt hingestellt als Hindernis. Und dann war sein Turm, und der wird doch deutlich schwieriger zu durchschlagen, denn da müsst ihr auf die Kuppel schießen. Deswegen hat er super gespielt und belohnt sich jetzt hier nochmal mit mehreren Hits. Mittlerweile bei 5500 Damage. Der T-34 haut er ab und der Skoda in der Basis ist wieder zugegangen. Den sollte aber auch gleich jemand erblicken. So, wo ist er? Da ist er. Ach, hinterm Haus. Und er ist auch nicht AFK, sieht man. Der schießt auch auf den T-54 zurück. So, jetzt dürfte aber der Skoda leer sein. 3 Granaten und durch ist. Und er kriegt seinen zweiten Kill. Ja, Wahnsinn. Da macht er sich den zweiten Kill klar. Aber, hey, 5794 Damage, 2250 Unterschuss, 3590 abgeprallt und 1929 XP gefarmt. Ist ein absolut für die Streetplay auf dem Weg mit dem Löwen. Für mich einer der... Ja, so, keine Ahnung, ich verbinde mit dem Panzer so sehr viel, weil der ist schon so uralt und so lange in World of Tanks, deswegen zeige ich ihn gern. Und mit 228.000 Credits, die er durch persönliche Reserven rausbekommen hat, geht er nach Hause. Da hat sich's gelohnt. Macht das Portemonnaie. Tsching! Ich sag vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.